der Herr erklärt. Eine Quelle der Liebe, wo gebrochene Flügel geheilt werden. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. April 18, 2011, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy und Chase, für eine Schwester in Christus und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu seinen Geliebten, zu jenen, die umsorgt und getröstet werden möchten in der Gegenwart des Allmächtigen, wo liebende Güte überfließt, wo gebrochene Flügel mit der Gnade gepflegt, mit Liebe geheilt und für den Flug vorbereitet werden. Geliebte, meine Liebe zu euch ist groß, meine Liebe ist ohne Ende. Ihr seid mein Schatz, mein Augapfel, und ihr werdet seit langem erwartet. Geliebte, hört die Stimme eures Erlösers und nehmt meine herzliche Umarmung an. Öffnet auch eure Augen, damit ihr mein Bild sehen und betrachten könnt. Denn ich wurde mehr als jeder andere Mensch gequält. Das Blut des heiligen Opfers bedeckte mich. Doch ich bin auferstanden in Herrlichkeit, bekleidet mit Gnade und sitze für immer zu Rechten des Vaters. Denn meine Liebe wurde offen gezeigt, damit meine Geliebten in meinem Leib vereint werden könnten, so wie die Liebe meines Leidens für immer weitergeht, offenbart im Ertragen dieser Narben. Tochter, komm nahe zu mir und nimm voll und ganz an mir teil, denn meine Liebe wird niemals zurückgehalten. Ja, strecke deine Hand aus und lege sie in meine. Öffne dein Herz für mich. Komm und lege dich auf diesen Altar. Ruhe auf diesem lebendigen Stein. Denn ich bin er, Geliebte. Ich bin er. Halte nicht zurück und offenbare diese Liebe, die ich dir gegeben habe. Nimm sie und gib sie mit ausgestreckten Armen an alle weiter, die bereit sind, sie zu empfangen. Denn viele kommen von nah und fern, um an meinem Evangelium teilzuhaben, um mitten im großen Chaos Frieden zu finden. Seht die große Schar, die Schutz sucht, all jene, die aus all diesen bröckelnden Mauern herausgekommen sind und rufen: Herr, warum hast du uns nicht errettet? Warum sind wir auf allen Seiten umgeben von Schwierigkeiten und Problemen? Seht, wie die Kranken der Herde ihren Hirten suchen. Doch die Verlassenen versäumen es, mich in ihrer Not anzurufen. Deshalb sollen alle, die zu mir zurückkehren, Früchte tragen, die der Reue würdig sind. Und alle, die mich verlassen haben, sollen sich im Tal abmühen, bis die Dunkelheit hereinbricht. Doch jene, die wie kleine Kinder zu mir zurückkehren, werden genommen und verborgen werden, damit sie innig von der Gnade trinken können und wiederhergestellt werden, während sie meine Herrlichkeit betrachten. Ihre Herzen sollen geheilt werden, jeder Riss soll vollständig repariert werden. Denn dies ist die Liebe Gottes, seine Rettung, Leben ohne Ende. Er, der standhaft ist in seinem Vorhaben und sich niemals ändert, dessen Liebe für immer bleibt. Yahushua HaMashiach, der einzige König und Herr der Heerscharen, die liebende Barmherzigkeit Gottes, der war und ist und kommen wird, der Allmächtige, Immanuel, ich bin. Deshalb, Geliebte, bereitet euch auf mein Kommen vor und sprecht von meiner Liebe ohne Unterlass und schafft Platz. Denn der Sturm ist schon hier und viele sind dabei, Schutz zu suchen, sagt der Herr.